Übrigens, auf eurer Homepage steht, dass Spielen ein menschliches Bedürfnis ist. Kannst du uns ganz kurz erläutern, was Wuga macht und inwiefern Wuga diesem menschlichen Bedürfnis entgegenkommt und diesen Trieb zum Spielen stillt? Ja, also wir haben Wuga gegründet mit der Überzeugung, dass jeder gern spielen möchte. Und wir bedienen dieses Bedürfnis, indem wir Spiele für zwischendurch anbieten, wo man also keine große Einarbeitung hat, wo man auch mal zwischendurch 5 oder 10 Minuten Spaß haben kann und wo man weniger komplexe Anforderungen hat und wo es weniger schwierig ist, reinzukommen, wie bei vielleicht manchen klassischen Computerspielen. Wuga ist jetzt gut 2 Jahre alt und ist einer der größten Social Games Entwickler der Welt. Innerhalb von 2 Jahren. Kannst du uns ganz kurz eure Geschichte erzählen, wie ihr praktisch von 0 auf 100 gekommen seid, bis zu 120 Mitarbeitern aus über 20 Ländern? Ja, also wir sind vor gut 2 Jahren an den Markt gegangen und haben uns darauf konzentriert, wenige Spiele zu machen in sehr hoher Qualität. Also wir achten sehr viel auf Details, versuchen mit viel Liebe zum Detail wirklich jede Kleinigkeit an unseren Spielen besser zu machen. Und ja, bisher sind wir auf einem ganz guten Weg. Wir haben jetzt etwa 35 Millionen aktive Nutzer auf Facebook, aber stehen wie gesagt noch ganz am Anfang. Ihr baut Spiele wie Magic Land oder Monster World. Du hast gerade schon Facebook erwähnt, das ist die Hauptplattform. Kannst du uns noch ein bisschen dazu erzählen, wie es jetzt aussieht und in Zukunft? Wie und wo werden eure Spiele gespielt? Wie viel davon findet momentan und in Zukunft auf Desktop statt? Wie viel auf mobilen Endgeräten? Ja, also heute ist praktisch unser gesamtes Spieleangebot auf Facebook. Aber wir haben jetzt gerade auf Daily Web gestern ein neues Spiel vorgestellt fürs iPhone und iPad und glauben, dass in Zukunft für uns das Thema Apps und mobile Spiele eine sehr, sehr große Bedeutung haben wird. Welche Rolle werden dann zum Beispiel iOS und Android im Vergleich zu Social Networks in der Nutzung, aber auch in der Vermarktung von Wuga Games spielen? Ja, also unsere Spiele heute auf Facebook werden über Facebook gespielt, aber natürlich werden sie auch über Facebook verbreitet. Das heißt, Menschen laden ihre Freunde ein und spielen mit ihren Freunden. Und für uns werden in Zukunft Apps und mobile Spiele eine ähnliche Bedeutung bekommen wie Spiele auf Facebook. Und wir